ausgezeichnet. In dem Plan, der da vorne hängt. Kannst du zensiert haben, damit wir wieder anfangen können? Ja. Die Folie rum und dann. Ja. Ist das nicht im Westen? Müssen die noch gezogen werden irgendwie? Aufpumpen, die Westen? Kann man manuell machen, am 30 auf oder mit Wasserkontakt. Aber extrem Wasserkontakt. Dann wird der Berlin nicht mehr stehen. Dann sind sie richtig fest angehen. Was? Ja, wir gehen gleich oben aufs Gerüst drauf. Wir müssen meine Tasche mitnehmen. Machst du das mal machen, Steffen? Du? Philipp Peter, ein Lokalmatador, ein Schweriner, der in Führung gerät. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn! Viele Gräser, wo ist denn Michael mit der Liste? Ich würde gerne auch die Namen dann mit den Startnummern klar machen. So, jawohl, hier sind Stimmung am Start. Und Applaus auch von den Buga-Besuchern! Jawohl! Der Sieger, der Gesamtsieger des 15. Berliner Langstreckenschwimmens kommt hier rein. Und es sieht nach, ihr wisst es noch nicht, wir können nicht vorgreifen. Ich brauche hier im Zielbereich noch mal jemand, der an der Rampe ist. Wir suchen hier noch eine Mutti, du kommst gleich mal zu mir und dann kannst du mir deinen Namen sagen. Warte, am rechten lange Bein hier. Wie heißt du? Wir suchen die Mutter von Thea. Hey, komm! Philipp Greta! Philipp Greta hat gewonnen! Mit der Nummer 34 gewinnt aus Schwerin der Lokalmanador. Philipp Greta! Hey Philipp, super! Philipp Greta, Sieger! Fünfter Schweriner Langstrecken, fünfter Gesamtsieger! Super Greta! Super! Fantastische Leistung! Und Jan Grepe auf Platz 2. Trotzdem fantastisch! Super Jan! Immer noch in der Spitzenzeit, 25.07 und Flotten erstmal geschlagen. Ja, Jan, super! Herzlichen Glückwunsch! Einmal frei! Jan kommt rein und nimmt seine Zeit. Und den dritten warten wir ab. Wer ist das hier? Mit der Startnummer 301. Wer ist das Athlet? Einen herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall für diesen Platz. Das ist der Malte Skambat aus Lübeck. Herzlichen Glückwunsch. Und wir suchen die Mutti von der kleinen Thea. Mama von Thea. Wir haben die Thea hier. Hallo, kommt her. Wie heißt du mit Nachnamen? Thea Bölter sucht die Mama. Thea Bölter. Hallo, weg da. An der Zielrampe sind wir. Wir sind an der Zielrampe. Thea Wölter. Und jetzt kommt der nächste Athlet. Das war mir Thea. Die Mama ist da. Wunderbar. Und hier kommt die Nummer 24. Und die erste draußen. Mit der 260. Mit der 224. Das war Johannes Rach. Herzlichen Glückwunsch. Die erste Frau, die zweite Frau. Katrin Dahl, nee, kann nicht sein, 260. Hey, Katrin! Und jetzt 359, das ist Franziska und Antje Mann. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen sie hier, dritte Frau mit der 102. Das ist die Nicole Ulbricht. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt die Schlag auf Schlag, 31. Herzlichen Glückwunsch, alle Athleten. Hey, Zuschauer, wo seid ihr? Applaus für alle, die hier reinkommen. Das sind super Leistungen. Die Nummer 31.
Testament. Na, stolzer Papa? Das war Stefan Ernst vom Hansedom Beach Patrol. Und hier kommt der nächste, eine Schwimmerin. Jawohl, ein kleiner Applaus für diese Athletin, die immer noch super am Rennen liegt. Oh hey, mit der 165, wer ist das? Oder war es ein Junge? Ich hab's gar nicht erkannt. Sorry. 165, hab ich nicht. Das war André Bauschmann aus. Der Ralf Jienke. Der Nico war hier im Ziel, Nico Beuster, und wir freuen uns, das ist der Thorsten mit einer sensationellen Leistung für der 26.06. Herzlichen Glückwunsch aus Greifswald, Thorsten Lünchberger, und hier die erste Dame, herzlichen Glückwunsch, 336. So, der Robby sieht erschöpft aus dem Ziel, aber das ist nur vorgetäuscht, den finden wir anders. Einen Applaus für unsere ganzen Helfer, die heute sich hier seit 1 Uhr früh, da sagen wir, ja, habe ich leider vergessen, das sagen wir gleich. Also ich habe gelogen seit 5 Uhr früh, habe wieder gelogen seit 6 Uhr früh, hier im Zielbereich für euch engagiert haben. Und ich glaube, es hat sich gelohnt, das Wetter ist schön und wir werden, wie gesagt, einige Stimmen nachher sofort einfangen. Jetzt nochmal Aufmerksamkeit hier mit dem Zielbereich. Wir wissen nicht, ob es die älteste Teilnehmerin ist, würden wir auch niemals sagen, weil wir Kavaliere sind. Aber eine Dame nähert sich dem Ziel und wir wollen sie ganz herzlich begrüßen. Jawohl, sieht fantastisch aus. Herzlich willkommen, ganz entspannt. So gefällt uns das. Sieht sehr, sehr gut aus. Und ich wage gar nicht zu glauben, dass wir schon am Ende unseres Wettkampfs sind. Und sie bleibt unter 1:07, das ist ja eine sehr, sehr gute Zeit. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf die Startnummer. Ich hoffe, der Michael hat sie dir auf dem Zettel. Das ist die 344. Ein riesen... Also ganz, ganz großen... Dankeschön. Hanna reicht mir Schokolade. Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Ich öffne sie. Wer den Mousse de Schokolade vor allen Augen live zu sehen. Mousse de Schokolade. Dritter Spot. The best choice of all. So, die Herrschaften. Das Off-Team schuftet, das wollen wir. Alle schon, was heißt, 10 Leute, die mal schnell zusammenrollen und auf die Matten kleben. 10 Leute. Ja, ich weiß nicht, das sind Leute, die, auf die nichts zu tun haben gerade oder wie auch immer. Ja, Entschuldigung, dass ich hier kurz unterbrochen werde. Wir suchen nochmal Helfer aus unseren eigenen Reihen. Helfer aus unseren eigenen Reihen. Die sollen sich bitte mal bei Thomas melden. Bitte Helfer, bitte helft uns. Helft uns. Bitte mal, es war im Ernst jetzt gemeint. Helfer zu Thomas dazu. Die Ergebnisliste, die euch natürlich interessiert, sowohl in der Gesamtliste als auch in den Einzelauswertungen, findet ihr ab sofort im Internet. Und wenn ich ab sofort sage, ist es jetzt 13:34. Unglaublich. Okay, wir fangen an. Und zwar mit den Ergebnissen der Damen. Wir beginnen mit den Damen. Weiblich über 70. Das ist unglaublich. Und da, ja, Riesenapplaus. Platz 2. Theresia Lemke aus Heidorf. Theresia, komm doch mal. Theresia ist die Dame mit dem Haar. Ja. Ja, Riesenapplaus, Mann. So, die ersten drei, da ist das Kongo. Und eine Biete, genau. Danke an die Bundesgartenschau. Unser Michael Kruse überreicht den. Riesenapplaus. Danke an die Buhre, die bekommt das Original aus Kontinuier. Bekommt man den ersten Teil der Leidenschaft auf. Gewonnen hat in der Altersklasse, aber ist auch deutlich jünger, sagen wir mal. Felicitas Einkopf aus Schwerin, Endzeit 55:45. Felicitas.